Erstaunlicherweise hält er es aus. Dass ich ihn frontal anschieße. Und trinken. Nutzt die Zeit. Er ist fast halb tot. Max durch. Durch. Abwarten. Gerade ist es nicht günstig zu schießen. Trink einen Schluck Wasser. Jetzt geh weg. Umdrehen. Schießen. Ja, und jetzt habe ich ihn sogar noch ins Feuer geschubst. Und weg. Ich habe noch 3 Patronen. Hat das getroffen? Ja. Max, weg. Ich habe noch 2 Patronen. Das ist hart. Komm, Dicker. Greif mich an. Und weg. Think you can take me, Drifter? Er steht im Feuer, ist der doof. Komm halt. Nee, lieber nicht. Ja, ich weiß. Ich bin im Feuer, was sollte ich machen? Lieber im Feuer, als von dem Dicken getroffen zu werden. Ach ja, das war wieder eine Sekunde zu spät. Mein Timing ist gerade echt mies. Schluck Wasser habe ich noch. Aber irgendwie ist bisher auch nichts. Ja, das hat wieder gesessen. Das war's aber auch. Kein Schuss mehr übrig. Das heißt, ich sollte mir vielleicht mal... Der kommt ja. Ich sollte mir vielleicht mal so eine Waffe aufheben, oder? Ich dachte, der war schon außer Gefecht, aber nein. Wo bist du, Dicker? Ach, ich glaube, scheiß auf die Waffe. Oder? Und? Ja, ich hab dich, du Vogel. Erster Versuch. Der große Beobachter Topdog-Lager aufgelöst. Das Lager ist nun von Verbündeten besetzt und wird regelmäßige Schrottlieferungen beisteuern. Ein Relikt fehlt mir noch. Eine Insignie und 2x Schrott. Aber der Dicke ist weg. Und ich stehe im Feuer, glaube ich, oder? Ist das jetzt ausgegangen? Die Bedrohung ist natürlich verringert worden. Ganz massiv. Fast bei 1. Und jetzt Beute nehmen. 64 Schrott. Nein, 73 Schrott. 4 Schrotflintenpatronen. Und was war das gerade? Grifferzeichen? Moment. Abgeschlossen. Metalldetektor. Sammle 10.000 Stücke Schrott. Prima. Ich habe insgesamt 3 Grifferzeichen schon wieder. Sehr gut. Biografie, was war da neu?
Oh. Ach, das waren die ganzen von Stankgum. Ja, die lese ich mal das nächste Mal, nicht jetzt. Jetzt will ich erstmal noch das Lager hier zu Ende plündern. Oh, hier geht jetzt das Tor auf. Das wird vielleicht irgendwo hinführen, wo ich noch was finde. Max, ich bin stolz auf dich. Stolz auf uns beide. Wir haben es geschafft. Hat der Fette hier geschlafen? Mit dieser Leiche, ist der Nekrophil oder was? Wäh. 13 Schrott. 8 von 9. Aber er hatte Farbe. Ach so, apropos Farbe, habe ich jetzt nicht... Da liegt noch seine Hand. Habe ich jetzt nicht eine neue Farbe bekommen? Ich glaube, ja. Zerbrechen. 4 von 4. Die Insignien hätte ich alle. Hier ginge es auch wieder runter. Seilrutsche, aber... 180 Schrott aus verbündeten Lagern. Meine Güte, habe ich viel Schrott gerade. Hier ist was. Was ist das? Aufmachen, Max. Das ist einmal Schrott. Das neunte Mal Schrott. Und hier ist das historische Relikt. Was ist das? Ein kleiner. Das wird hoffentlich nicht der Dicke zu Jugendzeiten sein. Sorry to say. He's never gonna be no race car driver. If racing doesn't include killing all bystanders. Donnie. Ich sag's ja nur ungern, aber der wird kein Rennfahrer, sofern er dafür nicht alle Zuschauer umfahren muss, Donnie. Wie gemein. I guess he must have made it then. Das Relikt habe ich auch. Was fehlt denn jetzt noch? Gar nichts mehr, oder? Nee, sieht so aus. Der große Beobachter. Top-Doc-Lager abgeschlossen. Fortschritt 100%. Sehr, 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 sehr gut. Ich bin stolz auf mich, so ein bisschen. Das waren immerhin 3 von 5 Schwierigkeitsgrad. Und wenn ich schon mal hier bin, dann schaue ich auch ganz hier oben an diese Statue. Da kann man auch reingehen. Da ist ein Suchgebiet drin. Das mache ich gleich noch, wenn ich schon mal hier bin. Nee, da kann man nicht reingehen. Ich dachte, das war eine Tür. Aber das ist keine Tür, das ist nur so eine Fahne. Ah, ein Altar quasi. Wie komme ich denn hier rauf? Ach, da ist eine Treppe. Trotzdem ist hier ein Suchgebiet. Hier hat der Dicke fröhliche Feste gefeiert, glaube ich. Ih, ist das ekelhaft. Was gibt's hier in dem Suchgebiet? Ein Relikt und zweimal Schrott. 11 Schrott. Ich glaube, ich muss einfach nur einmal rumlaufen. Ein Schrott. Den Schrott habe ich komplett. Das Relikt fehlt noch. Hier ist der Rattenkäfig. Hier ist das Relikt. Ganz einfach. Ein Mann auf einer Bank, die im Wasser steht. When all the snow and ice melted away during the Great Thaw, water was abundant. A few months later it receded to nothing. Water is so scarce now, oder so ähnlich. Als beim großen Tauwetter all der Schnee und all das Eis verschwanden, gab es reichlich Wasser. Wenige Monate später ging es zurück, bis nichts mehr da war. Es gibt jetzt so wenig Wasser. Ah, der Typ hat in einem überfluteten Park gesessen. So much water. And then it was gone. Only blood and oil now. Ja. Und alle Fotos sind tierisch zerkratzt. Aber ich habe mal wieder ein historisches Relikt. Suchbereich 100%. Ich bin am Fuße des Kolossus. Ich schaue nochmal mit wachen Augen, ob hier irgendwas ist. Munition oder irgend sowas, aber sieht nicht so aus.
Gut, dann geht's an die Seilrutsche. Ich glaube, ich habe hier nichts mehr verloren in diesem Top-Dog-Lager. Ach, hier gäbe es auch eine Treppe. Aber ich bin neugierig. Einmal laufe ich hier auf diesem Berg noch rundherum. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas, was mir ins Auge springt. Nur Wind und Sand. Oh, hier kann man gar nicht rumlaufen, oder? Nee, kann man nicht. Dann zurück. Die Region Kolossus müsste jetzt eigentlich auch so einen hellgelben Ton haben. Das schaue ich mir gleich mal auf der Karte an. So, hier ist doch irgendwo der Abstieg gewesen. Hier lang. Oder? Nee, da drüben lang. Wie bin ich hier raufgekommen? Ah, hier ist das Dach. Interessant. Und wo ist die Seilrutsche? Die Seilrutsche ist da an dieser Kante. Ach, da hinten hätte ich runterklettern können. Ach. Gewirr. Konzentration. Ist doch alles gar nicht so schwierig. Hier einmal runter. Und noch einmal rechts um die Ecke. Aber hier ist nichts mehr. Oh. Oh nee. Da unten ist der Magnum Opus und da stehen diese Blödmänner links und rechts und warten nur darauf, dass ich wiederkomme. Freunde. Ich komme wieder. Ich nehme aber einen Donnerstab mit von unten. Das könnt ihr aber glauben. Hier geht's runter mit einer Seilrutsche. Ich stelle mir gerade vor, wie dieser dicke Stumpgrinder hier diese Seilrutsche benutzt hat. Und dann, los. Jetzt frage ich mich gerade, was passiert, wenn ich hier vorne um die Ecke so einen Donnerstab nehme und irgendwie versuche, den von hier oben aus auf die Autos zu werfen. Das müsste doch gehen, oder? Oh nee, dieser kleine Stinker. Das kann nicht wahr sein. Hat der ein Glück? Also echt. Sind die jetzt außer Reichweite gefahren von meinem Donnerstab? Das sieht so aus. Boah. Dann muss ich da... was bist du denn für einer? Ach, das ist der Typ. Hilfe! Die sind ausgestiegen. Du bist ja echt mutig. Du Roadkiller. Dich hätten Skrotus-Typen hier an den nächsten Mast genagelt. Kommst hier hochgelatscht, nachdem ich das Lager hier erobert habe. Und meine sogenannten Verbündeten, die machen gar nichts. Tolle Verbündete. Na immerhin, jetzt kann ich die Karre noch klein machen. Oder Speedster habe ich schon und das ist so ein Skull... Butt habe ich auch schon in der Sammlung. Also, ich mache jetzt die beiden Karren noch klein, sammle den Schrott auf und fahre dann zurück zu Jeet. Und all das überspringe ich im Video. Und alles wieder voll. Was mache ich als nächstes? Also, Kolossus ist jetzt genauso hellgelb wie Blackmoors und Balefire. Aber hier gibt es noch etliche Suchgebiete. Die sollte ich mal
wegmachen, bevor ich dann hier ins nächste Gebiet starte. Und vor allen Dingen gibt es ja hier auch diese Mission, also Legenden des Ödlands, nein, Klassiker des Ödlands heißt es, glaube ich. Da soll ich auch mal hin. Also fahre ich jetzt auf der grünen Route hier lang bis zu diesem Suchbereich, mach mal da den nächsten Schritt im Rahmen der Mission Klassiker des Ödlands und wenn ich dann mal dort bin, dann wird hier hinten auch gesucht und da und so weiter. Ja, also bis dahin fahre ich und wenn sich da nichts ergibt, dann überspringe ich den Weg bis dorthin im Video. Und da bin ich schon. Es gab mal wieder ein paar Autokämpfe zwischendurch, aber nichts Besonderes. Und da hinten ist ein Typ mit einer Keule, der schmeißt mit Steinen und ich schieße zurück. So. Harpune laden. War der alleine? Sieht im Moment so aus. Was ist... Oh, da ist noch einer. Habe ich den jetzt durch die Wand erwischt? Das sah fast so aus. Das wäre ja was. Lucky! Oh, Lucky! Is that a shell for my sword? Ja, mehr gibt's hier nicht. Und dann schaue ich mal. Doch, da ist noch einer. Wo warst du denn? Ah, egal. Jetzt bist du weg. Was rauscht denn hier so? Irgendein Kompressor. Hier gibt es... eine Schrotflintenpatrone. Hier gibt es... einmal Schrott und insgesamt gibt es hier... zwei Schrott, ein Schrott-Crew-Teil und einmal Karosserie. Dann hier 13 Schrott und... hallo, Max, da unten liegt was. 14 Schrott. Nanu? Einmal Schrott. Ach, da lagen... zwei Schrottteile direkt aufeinander. Interessant. Der Rest muss dann oben sein. Irgendwo gab es eine Leiter. Leiter? Da oben gibt es eine Leiter. Wie komme ich da rauf? Ah, verstehe. Seltsames Konstrukt, aber soll mir egal sein. Das war hier schnell abgeräumt alles. Bitte mal auftreten. Bauteil Schrottcrew. 3 von 4 habe ich jetzt schon. Ja, mehr gibt's hier nicht. Die Karosserie gibt's natürlich noch. Klar, logisch. Das ist auch das letzte Teil, was ich hier dann besorgen kann. Und ich frage mich, wie bringe ich jetzt diese Karosserie zu Jeet? Ah, das ist natürlich schlau. Die Karosserie wurde nun in der Werkstatt freigeschaltet. Baue die Verbesserungen für den Jack an. Werkstatt. Ja, jetzt soll ich ja so einen Erzengel bauen, glaube ich. Dazu muss ich diese Karosserie nehmen. Die finde ich total hässlich, also ehrlich. Und dann muss ich hier downgraden. Und was war's noch? Hier. Auch downgraden. Ich muss mein Auto schlechter machen an allen möglichen Stellen. Das gefällt mir gar nicht. Und die Lackierung muss ich auch wieder abkratzen. So, jetzt habe ich diesen komischen Jack. Ich weiß zwar nicht, was mir das nutzt, aber ich habe ihn. Und ich habe auch neue Sachen. Ich habe hier ein historisches Relikt gefunden. I guess he must have made it then. Noch eins. Ja, das da. Like the very earth was turning on us. So much water.
was gone. So, das waren alle. Nein, hier. Jetzt hat Max nochmal zu allen seinen Kommentar abgegeben. Und hier war ja das Lager Rostvogel neu und das Top-Dog-Lager der große Beobachter. Und ich habe auch neue Biografien von neuen Scrotus-Einheiten. Das sind im Wesentlichen diese bunten Vögel hier. Red Soldiers. Stenkams Red Soldiers sind die entbehrlichsten Mitglieder seiner Armee. Sie sind leicht zu töten, aber meist in großen Gruppen unterwegs. Ratten dringen in jede Öffnung, die wir aufreißen. Wenn man es nur mit wenigen von ihrer Sorte zu tun hat, reichen einfache Prügeltaktiken meist aus. Aber Red Soldiers kämpfen nur selten alleine. Um mit einer größeren Anzahl von ihnen fertig zu werden, sollte man lieber zu einer Nahkampfwaffe greifen oder zu einem Kanister. Vipers. Vipers, spießt sie auf, stecht zu, lasst sie schreien. Vipers sind geringfügig gefährlicher als Denkams Red Soldiers. Diese Gegner sind sehr schwer zu fassen. Deine beste Chance besteht darin, ihren Angriff abzuwarten und eine Parade mit darauf folgendem Konter auszuführen. Umgehe ihren Klingenwirbelangriff, um Schaden zu verhindern. Ein Schultersturm überrascht sie und bringt sie zum Stolpern. Lass dir danach aber nicht zu lange Zeit für den nächsten Angriff, da sie sich schnell erholen. Das ist irgendwie immer der gleiche Text bei diesen komischen Typen. Der da ist neu ein Slayer. Slayers, zieht ihnen die Haut ab und bringt sie mir. Was willst du mit der Haut, Stenkam? Slayers sind die größte Bedrohung unter Stenkams Kriegern. Rangmäßig stehen sie über allen anderen. Sie herrschen, indem sie Furcht verbreiten. Herrscht hier irgendein anderer in Scrotus-Hierarchie ohne Furcht zu verbreiten? Wenn ja, habe ich den noch nicht kennengelernt. Im Kampf gegen Slayers empfiehlt sich, die Strategie, ihre Abwehr mit schweren Schlägen zu durchbrechen und ihnen so Schaden zuzufügen. Auch der Schultersturm kann ihre Abwehr durchdringen und sie anfällig für einen Folgeangriff machen. Jawohl. Und dann war hier noch irgendwas neu. Das Ding. Ein Kernwagen oder so ähnlich. Ich bringe sie zu ihrem glorreichen Tod. Kernwagens tragen die todesverachtenden Kamakrazis, die sich auf Gegner stürzen. Für die Kamakrazis gibt es nichts Wichtigeres als den Sprung, obwohl sie wissen, dass dies den letzten glorreichen Akt in ihrer bedeutungslosen Existenz darstellt. Sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihr Opfer zu töten. Sie kennen keine Furcht. Stacheln auf der Außenseite des Autos können Springer abwehren. Doch schnelles Manövrieren ist die beste Möglichkeit, um Schaden zu vermeiden. Ja. Damit habe ich alle Scrotus-Truppen jetzt wieder durch. Ja. Und hier habe ich diesen komischen Erzengel auch fertig, oder? Erzengel F. Was sind da? Babygitter. Habe ich noch gar nicht. Muss ich mir noch besorgen, glaube ich, oder? Baue die Verbesserungen und so weiter an. Schrott. Ja, ist mir doch klar. Was willst denn du von mir? Ja, schon klar. Jetzt soll ich zu Gutgash fahren, um mir da irgendwas zu besorgen. Aber vorher fahre ich hier bitte rum in Jeets Hoheitsgebiet und räume danach auf. Und ich mache das nicht mit diesem Auto. Das habe ich jetzt nur so umgebaut, damit die Mission weitergeht. Also, das mag ich so nicht. Jetzt wird wieder alles aufgemotzt. Habe ich nicht. Ich probiere auch gleich mal die neue Farbe aus, wie die wohl aussieht. Booster habe ich hier. Und dann das da. Snipergewehr habe ich schon. Das vorletztbeste. Harpune ist auch ganz gut. Das ist jetzt langweiliger, wieder alles einzurichten. Aber was soll ich machen? Und bitte diese hässliche Karosse wieder austauschen. So, die sieht viel stylischer aus. Hier. Lackierung. Ich nehme jetzt mal dieses... Ja, was ist es? Ein Blau... Pink. Naja, das ist wenigstens eine Farbe. Ach, das hier brauche ich nicht, obwohl ich eigentlich genug Schrott hätte, mir sowas zu kaufen. Aber mache ich trotzdem nicht. Und die Kühlerfiguren bleiben auch, wo sie sind. So. Also, zu Gutgash fahre ich jetzt nicht. Das wäre ja auch weit.
Erstmal will ich in Jeets Hoheitsgebiet bleiben. Das ist ja hier dieses gelb umrandete. Da kann ich hier noch viel machen. Hier kann ich noch einiges machen. Da gibt es noch so einen komischen Konvoi. Es gibt Todesfahrten. Es gibt hier noch die Minenfelder. Also ich bleibe erstmal bei Jeet und mache da so viel wie geht. Und das wiederum heißt, dass ich jetzt hier in Kolossus mal die ganzen Suchgebiete mache. Geradeaus ist eins mit Wasser. Wasser kann ich gerade ganz besonders gut gebrauchen. Also auf, lieber Max. The pieces. We stand ready to finish the jack now. The final touch we can and must lay at Dirtgash's stronghold. Bisschen nach links und dann geradeaus. Da oben ist es. Harpune ist bereit für irgendwelche komischen Roadkills, die da sein könnten. Bumm. Ah, da schreit doch schon wieder irgendeiner. Oh. Autos. Ah, ne, die fahren wieder weg. Habt ihr ein Glück. Jetzt du da. Komm, dich treffe ich. Und das war's schon. Nehme ich mal an. Noch einer ohne Fahrschein? Ja, tatsächlich, oder? Das tat weh. Ich glaube, das waren nur drei. Ich weiß aber gar nicht, was das für welche sind. Weil ich gar nicht nah genug rankomme. Das hier war ein Scrapper, würde ich mal sagen. Und was gibt's hier überhaupt? Zweimal Schrott. Hier war irgendeiner mit Waffe. Das könnte ein Road Pounder gewesen sein. Dreimal Schrott. Hier drin ist gar nichts, erstaunlicherweise. Hier liegen auch die angeketteten Leichen rum, ey. Das sind so Schweine. Ey, wo kommst denn du her? Du bist doch einer von Skrotus. Was hast denn du hier zu suchen in so einem Lager? Ja, da liegst du jetzt. Die vagabundieren hier wohl auch zu Fuß durch die Gegend, oder was? Hm. Ah, hier gibt's Schrott. Gar nicht zu übersehen. Zwei Schrott. Und hier bitte mal rauf. Hier war der erste oben. Den habe ich weggemacht. 7 Schrott war wohl auch ein Scrapper. Und hier 16 Schrott. Suchbereich 100%. Jetzt suche ich nur noch das Wasser, das es hier angeblich gibt. Ich bin mal wieder zu blind. Max, wie kommst denn du hier runter? Ach, da ist das Wasser. Geht das hier? Muss ich da springen? Ja. Dann hier bitte einmal Pulle voll. Und dann wird die Feldflasche voll durch das Bonuswasser. So, prima. Das war leicht. Dann gibt es hier ein Suchgebiet an einem Minenfeld. Da fahre ich jetzt als nächstes hin. Also muss ich eigentlich immer auf der grünen Route bleiben. Diese Farbe gefällt mir. Deutlich besser als dieses Schwarze. Aber ich bin ja so allgemein auch im richtigen Leben ein Fan von Autos mit einer Farbe. Leider haben die allermeisten Autos, wenn man mal auf die Straße schaut, ja gar keine Farbe. Die sind schwarz, weiß, grau oder silbermetallic. Oder irgendwas dazwischen. Also alles zwischen schwarz und weiß und grau. So gefühlt 2 von 3 Autos oder 3 von 4 Autos haben nur solche Farben. Und das ist eigentlich ziemlich langweilig. Geradeaus. Da sehe ich schon das Suchgebiet.